Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt's mal wieder einen Vlog am Stall. Ich habe, glaube ich, echt lang keinen mehr gepostet. Und ich dachte auch irgendwie, euch interessiert das Pferdethema nicht so auf YouTube. Aber jetzt versuche ich es nochmal und gebe dem Ganzen nochmal eine Chance. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Oder ob ihr lieber anderen Content haben wollt oder was ihr für Content wollt. Auf jeden Fall ziehe ich mich jetzt gleich um, mache meine Haare noch auf. Normal gehe ich nicht geschminkt an den Stall, wir wollen heute Bilder machen. Ich treffe mich nämlich mit Lea und deswegen bin ich geschminkt. Und ja, wie gesagt, ich richte mich jetzt noch und dann geht's los. Und ich nehme euch mit. Ich bin jetzt am Stall und die Pferde sind noch drin. Normalerweise werden die immer so gegen 8, 9 rausgebracht. Habe ich heute halt gesagt, dass ich die brauche am Morgen. Deswegen sind sie halt noch drinnen. Hier ist unsere sehr aufgeräumte Stallgasse. Hier ist Diaries Box, die erste direkt. Und Dana, die kleine Zicke, die ist noch ein bisschen zickig im Stall, aber sie sagt immer, guten Morgen. Aber auch nur zickig. Morning Sunshine! Ich habe neue Knotenhalfter, die werde ich nachher mal anprobieren. Und hier sind auch Leckerlis dabei. Und ich muss sagen, ich gebe meinen Pferden echt nicht oft Leckerlis, aber jetzt kriegen beide mal ein Leckerli. Einen guten Morgen, Leckerli. Also, jetzt kriegt erstmal Dana was. Und guck, da legst du die Ohren mal nicht an. Und Diary auch. Hi, Masi, komm mal her. Die sind so dreckig, weil die durften sich gestern wälzen. Wenn im Hintergrund mal Leute reden oder ein Schaf mäht oder so, ich bin hier halt nicht allein. Aber ich muss sagen, es ist hier schon immer relativ ruhig, da es halt kein Reitstall ist, sondern eher so Privathof, sag ich mal. Ich zeige euch jetzt einmal noch, wo Blanka mit den Ponys steht. Die sind nämlich hier. Die sind immer draußen jetzt im Sommer. Hi Blanki, ich hab was für dich. Komm mal her. Blanka. Sie so, lass mich erstmal leer essen. Mein Finger. Sie bewegt sich aber auch nur so weit, wie es muss, ne? Auf jeden Fall bauen die hier gerade ein bisschen um, dass sie hier auch rein können. Da oben haben sie noch einen Unterstand. Hier ist halt mit Absicht, sag ich mal, so wenig Gras wegen Blankas Hufrehen und auch die Ponys. Hi, ihr zwei. Hier ist so eine Art Balkon, wo die Kinder die streicheln können und so. Guck mal, ich hab dir was mitgebracht. Und die sind eigentlich immer hier. Hier können die Kinder die halt auch richtig gut von der Koppel holen, sag ich mal. Und Blanka darf aber auch immer mal wieder zu den Großen, je nachdem, wie halt das Gras ist und so. Gell, ihr zwei? Und ja, die beiden sind hier, wie gesagt. Für die ist es hier auch perfekt, weil Ponys brauchen eh nicht so viel Gras. Und hier ist eben extra, das ist relativ neu hier, dieser Balkon, dass die Kinder die halt auch streicheln können. Weil die Zäune immer oben so, die tun weh. Und deswegen haben wir das so gemacht. Flicker ist eine richtig süße Verschmuste, aber die kann auch echt zickig sein. Und Bessie gehört ja eigentlich meiner Schwester und ich kümmere mich halt um sie. Genau, aber wie gesagt, hier ist die Ponykoppel, neben dran sind Truthähne, Leute, die sind so ekelhaft. Und ja, die Bäume blühen schon alle. Die steht noch ein bisschen verkrampft da. Ich putze die jetzt einmal, ich habe hier meine Putzsachen. Leute, ich habe so viel Zeug, das ist alles mein Zeug. Da sind so Winterdecken und so und hier ist so alles mögliche an Futter. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal putzen. Wie ihr seht, die ist ganz schön dreckig. Durften sich gestern wälzen. Und ja, für alle, die sie noch nicht kennen, das ist Diary. Ich habe die jetzt seit, ich glaube, 3 Tagen. Aber sie ist schon echt gut hier angekommen und ich glaube, sie fühlt sich wohl. Sie ist so süß. Sie liebt es einfach, wenn man sie am Kopf putzt. Schläfst du gleich ein, Ich bin jetzt auch eigentlich mit ihr schon fertig und jetzt würde ich einmal wechseln und Dana schon mal putzen, weil Lea verspätet sich. Deswegen dachte ich mir, ich putze beide schon mal. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Pamuk ist übrigens, gesund, immer am Stall dabei. Die liebt die Pferde. Geppen! Also Lea ist mittlerweile gekommen, hat Diary schon gesattelt und Dana geputzt. Ich hole jetzt gerade noch die Gamaschen. Und dann wollen wir es so machen, dass wir jetzt mit beiden Pferden zur Koppel laufen oder reiten. Dann machen wir da mit Diary Bilder. Und danach gehen wir ausreiten. Also Diary ist jetzt gerichtet. Das sind zwar verschiedene Pinktöne, aber den Sattel ziehen wir eh nachher nochmal aus. Das ist hier das wunderschöne neue Halfter. Hauptsache ihr Kopf ist dreckig, aber egal. Und jetzt warten wir noch auf Dana, die ist gerade noch was trinken und dann kommt sie. Und dann gehen wir los. Sag Good Morning! Good Morning! Ich hab jetzt das eingefallen. Also Leute, wir haben gerade mit dem schönen Halfter Bilder gemacht. Dana steht auch schon gesattelt bereit. Die hat gar keinen Bock mehr auf ihr Leben. Die ist gerade schon ein bisschen auf den Platz geritten worden. Jetzt müssen wir die nochmal neu satteln. Wir haben nochmal den Sattel abgemacht. Das sind übrigens hier meine Haare fürs Fotoshooting. Und ja, jetzt gehen Lea und ich gleich ausreiten. Wir waren gestern schon ausreiten. Aber halt wird es mal noch schnellerer Ausritt, weil jetzt haben wir keine Angst mehr. Gestern waren wir noch ein bisschen vorsichtig. Diary, oh Leute, ich komme durcheinander. Diary ist fertig. Dana ist immer noch da und jetzt
Geht's los, oder Lea? Bist du bereit? Ich bin ready. Sehr gut. Die Kamera dabei, wir sind jetzt auf dem Weg. Wir laufen jetzt hier gerade aus dem Hof raus. Lea ist da hinten mit Dana. Bei Diary ist so, die will mal entweder hinter Dana laufen oder so einfach 1 Kilometer vor Dana. Aber wir haben uns schon überlegt, was für eine Runde wir heute gehen. Wir freuen uns schon. Und ja, Leute, ihr müsst euch übrigens... Ich muss euch mal kurz was erklären. Ich habe Dana seit 5 Jahren. Und Lea wollte nie auf ihr reiten und jetzt auf einmal mag sie. Dana. Wir sind jetzt hier gerade mitten durch den Wald geritten. Wir sind schon viel galoppiert. Die Pferde sind auf jeden Fall brav und aufgedreht. Aber läuft alles gut. Gleich haben wir nochmal eine Galoppstrecke. Die schwitzen auf jeden Fall auch schon. Aber die sind beide echt brav. Also Leute, der letzte Galopp war ganz schön schnell, aber die sind echt brav. Also man kann die immer wieder halten, glaube ich mal. Und die buckeln nicht. Jetzt sind wir gerade auf dem Heimweg und ja, sie haben auf jeden Fall geschwitzt. War anstrengend. Also ich habe auch geschwitzt. Also sie sind jetzt angekommen, sind am Brunnen. Dan hat immer gar keinen Bock zu trinken. Also sie trinkt tatsächlich draus, sie hat ein bisschen Angst. Und dann hat sie es auch immer sehr eilig nach Hause, aber okay. Und ja, jetzt sind wir da. Jetzt sind die gleich erlöst und haben auch noch einen schönen Sonntagnachmittag. Also. So Leute, wir sind wieder da. Leute, Dana hat gar keinen Bock mehr auf ihr Leben. Jetzt satteln wir die ab und dann bringen wir die gleich wieder auf die Koppel. Leute, Pamuk ist den ganzen Morgen rumgelaufen. Jetzt ist er, glaube ich, müde. Bist du müde? Schaut mir die Zähne an. Die kommt jetzt mit uns rein, machen kurz eine Mittagspause. Die Pferde haben wir noch mal kurz in den Stall gestellt. Die dürfen noch kurz ein bisschen Heu fressen. Bevor wir die rausbringen, dann räumen wir nachher noch alles auf. Aber dass die noch kurz sich entspannen können, ein bisschen runterkommen können, weil hier einfach nicht so viele Fliegen sind wie draußen. Dana will auf jeden Fall raus. Die dürfen jetzt bald gleich beide raus, weil die bleiben heute Nacht die erste Nacht draußen. Weil nachts ist es einfach auch mit den Fliegen angenehmer. Und jetzt ist gleich 15 Uhr. Das heißt, sie sind da noch nicht mehr so lange da. Die konnten jetzt noch sich ein bisschen entspannen. Vielleicht spritzen wir denen noch die Beine ab. Aber Dana will auf jeden Fall jetzt raus. Die läuft nämlich hier schon ganz unruhig umher. Gell, Stinky? Jetzt darfst du gleich rausgehen. Haben die jetzt noch abgespritzt. Diary auch, weil die auch echt ganz schön geschwitzt. Jetzt laufen wir zu Koppel. Ich weiß nicht, was sie hier hat, aber die hat immer so ein Trigger-Ding. Und hier will die immer nicht weiterlaufen. Aber das wird noch. Also Leute, wir sind jetzt bei der Koppel. Und hier dürfen die jetzt heute Nacht bleiben. Aber die Koppel geht, also die geht da hinten weiter. Und die geht noch da hoch. Wir machen da jetzt einmal auf. Ich zeige euch das einmal. Weil da oben ist noch ein anderes Pferd. Keine Ahnung, wo die bleibt. Die hat uns noch nicht gehört. Aber wir machen jetzt hier auf. Dann haben die sozusagen die Koppel und die. Da kommt sie. Die war jetzt die ganze Zeit alleine draußen. Die freut sich jetzt bestimmt, dass die anderen auch endlich mal kommen. Jetzt können die erstmal die ganze Koppel angucken, weil Diary war tatsächlich auch noch nicht auf der neuen, also auf der Koppel hier geradeaus. Also wir haben jetzt hier den AMG gefüllt und jetzt bringen wir den Pferden noch Heu auf die Koppel, weil die haben kein Heu. Und deswegen fahren wir das damit hin. Das ist hier eine selbstgebaute Heuraufe. Wir haben leider noch kein Dach, aber da haben wir schon mal Heu reingemacht. Ich glaube, heute und morgen regnet es nicht. Und da ist der zweite Unterstand, da hängen wir jetzt noch das Heunetz rein. Wir haben hier einen perfekten Haken fürs Heunetz gefunden. Jetzt haben wir es hier mal aufgehängt, jetzt haben wir auf jeden Fall für heute Nacht genug Essen. Ich habe jetzt den Ponys hier gerade noch mal Heu aufgefüllt. Hier auch noch ein Heunetz hingehängt und das Wasser aufgefüllt. Blanka ist schon am Trinken. Die zwei haben Pause für heute. Blanka wurde ja heute Morgen geritten und Flicker wird jetzt gerade noch geritten. Ich bin jetzt hier im Stall noch ein bisschen aufrichte, schon mal den Stall für morgen mit Futter und richte auch noch das andere Futter, dass die morgen dann reingeholt werden können. Also ich mische jetzt das Futter für die beiden an. Ich dachte, ich zeige euch mal, was ich den beiden alles gebe. Ich mische es jetzt einmal in eine Schüssel und dann erkläre ich euch alles. Das sind tatsächlich alles so Zusatzmittel. Das hier ist einmal ein Mesh gegen einfach für Stoffwechsel und Atmung. Davon kriegt jeder so einen, einfach wirklich nur so einen kleinen Scoop voll. Dann ist das hier Soja. Davon kriegt momentan erstmal nur Dana, weil ich das erstmal anfüttern will. Das ist einfach für den Muskelaufbau. Dann bekommen beide hier noch so Zusatzfutter und das hier sind auch noch so Kräuter, auch für den Stoffwechsel. So, Dana bekommt dann hier noch so ein Sportmüsli und dann kriegen beide noch von diesen Pellets. Beide bekommt noch nicht so viel, weil die noch gar nicht wirklich angefüttert ist. Die hat davor immer nicht wirklich bekommen. Und das weiche ich jetzt alles noch komplett auf. Also, das ist meine Cousine, die reitet gerade noch die Flicker. Die reitet jetzt Schritt und Trab allein. Im Galopp komme ich mal schnell, nehme sie an die Longe. Das heißt, dann wurde Flicker heute auch bewegt und die macht dann nachher noch was mit der Bessie.
dann wurden alle Pferde halt bewegt. Ich bin jetzt wieder in der Wohnung. Es ist jetzt mittlerweile 16 Uhr und ich bin seit um, ich glaube, 10 Uhr draußen. Das Einzige, was ich jetzt nachher noch mache, ist, ich gehe heute Abend nochmal weg. Und in der Zwischenzeit bringe ich Blanca noch einmal zu den anderen auf die Koppel, dass sie da auch noch ein, zwei Stunden mit denen verbringen kann. Die freut sich nämlich immer, wenn sie mal bei den Großen ist. Genau, ansonsten war das jetzt ein Tag mit mir am Stall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr euch mehr Pferd- oder Stallvideos wünscht, schreibt es gerne in die Kommentare, weil ich würde euch da voll gerne mitnehmen. Ich kann euch auch mal beim Reiten, beim Springen, bei allem Möglichen mitnehmen. Schreibt einfach gern, was ihr gern sehen würdet oder was euch interessiert, dann kann ich euch mitnehmen. Wie ihr hier im Hintergrund seht, ich muss auf jeden Fall aufräumen. Das mache ich nämlich jetzt noch. Morgen bin ich nämlich arbeiten und montags habe ich immer Dressurstunde. Morgen gehe ich nämlich zur Dressurstunde. Genau. Und ja, wie gesagt, schreibt alles in die Kommentare, was ihr gerne wissen wollt, was euch interessiert. Dann weiß ich da auf jeden Fall schon mal Bescheid. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Ciao!